Moin YouTube und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir an diesem Fiat Scudo diese Delle und diese Delle mit wenig Aufwand und unter Zuhilfenahme von Spraydosen beseitigen werden. Jo, Hecktüren von Transportern sind ja mal einem etwas erhöhten Dellenrisiko ausgesetzt. Das passiert halt schnell mal. Wir wollen hier jetzt gar nicht so viel Aufriss machen. Wir machen hier einen Spraydosenjob. Unsere erste Aufgabe ist, den Schriftzug und die beiden Embleme zu entfernen. Vorher sollten wir die Position, zumindest die Höhe, ungefähr festlegen. Dann will ich mal schauen, ob ich diesen Türriff unfallfrei herausbekomme. Und dann werden wir hier und hier ausspachteln. Spraydose angrundieren und dann schon mal zum Lackieren vorbereiten. Gut, wir fangen an, machen die Embleme und Schriftzüge ein bisschen warm und nehmen die ab. So, die Aufkleber haben wir runtergemacht, Schriftzüge und die beiden, der Schriftzug und die beiden Embleme. Türgriff ging überraschend gut raus, ist hier nur von innen so eine Madenschraube und dann kommt das Schloss und dann kommt der Griff gleich hinterher. Das ist echt mal schön gelöst. Wir werden uns jetzt hier einen breiten Klebestreifen setzen, die Beule kurz mit dem Exzenter ausschleifen. Das könnt ihr auch im Handschliff machen, das ist alles nicht tragisch. Das hier kurz mit dem Exzenter anschleifen, ansonsten denke ich, sieht so gut aus. Ja, sind die einzigen beiden. Okay. Ja, der Rest ist dann hier so ein bisschen Softschleifpapier und Vlies. Ja, in dem Bereich und in dem Bereich wollen wir dann den Klarlack anlackieren. Also keine große Aktion. Starten wir mal. So, wir starten wie gewohnt mit P120. Danach kommt dann P240 und P400 für den kompletten Bereich hier. Weil wir das immer ganz gerne machen, dass wir quasi schon für den Lack mehr oder weniger fertig schleifen. Das gleiche hier auf der Tür. Dieser Bereich hier wird dann wahrscheinlich nur mit P600, P800 bearbeitet werden, weil hier soll eigentlich nur noch ein bisschen Klarlack hin.
Gut, soweit wären wir. Gespachtel ist im Prinzip fertig. Ihr habt gesehen, dass hier noch ein paar kleine Poren drin waren. Die wird der Füller so nicht zudecken. Deswegen habe ich hier noch mal kurz dünn angespachtelt. Den Rest der Fläche werde ich jetzt mit der Mattierungspaste und dem Fließgrau bearbeiten. Das geht nur unter Zuhilfenahme von Wasser. Eigentlich schleifen wir ja nicht mehr nass, aber in solchen Fällen mache ich es schon mal ganz gerne. Silber neigt leider dazu, sehr empfindlich auf Schleifriefen zu reagieren. Das heißt, man sieht nachher jede einzelne Schleifriefe unterm Basislack. Das sieht total schön aus. Von daher ist diese Methode hier die sicherste. Und wir werden jetzt hier und in dem Bereich ganz fein und gleichmäßig mattieren. Muss nachher natürlich wieder schön sauber gemacht werden, aber das ist halt der Preis dafür. Ja, wir sind jetzt soweit, dass wir grundieren können. Wir machen das, weil wir mit Spraydosen arbeiten, mit dem Mipa Edge Filler. Geben hier ganz normal zwei Gänge drauf mit einer Zwischenabluftzeit, trocknen in Infrarot, weil wir da heute noch Lack drauf bekommen wollen. Die Poren hier sind jetzt zu, sind zwar optisch noch sichtbar, aber auf jeden Fall geschlossen. Wir werden das hier halt eben ein bisschen angrundieren mit möglichst sanften Übergängen nach hier. Kurz trocknen, Zwischenschliff. Und dann können wir schon über den Basislack nachdenken. Okay, Grundierung haben wir drauf. Zwei Schichten, wie gewohnt. Getrocknet ist sie auch. Wir werden jetzt nochmal mit dem schwarzen Kontrollpuder einmal einschwärzen. Und dann mit Softschleifpapier P600, P800 die Grundierung schleifen. Der nächste Schritt ist dann schon final abkleben und vorbereiten fürs Lackieren. Ja, dann wären wir soweit, fast soweit, dass wir lackieren können. Geschliffen ist alles soweit, abgedeckt ist alles. Wir werden jetzt hier noch einmal mit Silikonentferner entfetten, mit dem Staubbindetuch nachwischen. Dann kommen hier und drüben die Papiertunnel hin zum Anlackieren vom Klarlack. Und hier unterhalb der Sichtkante wird ein Blending Tab gesetzt. Die Aufgabe ist es jetzt, den Autolack, den silbernen Farbton, nach hier und nach hier einzulackieren. Also nicht bis auf Kante, sondern wirklich anzulackieren. Das wollen wir so machen. Und dann halt entsprechend das Ganze mit Klarlack zu überziehen. Farbton ist EZR, das Gries Aluminium. Ist ein Farbton aus dem PSA-Konzern, der halt bei Peugeot und Citroën noch oft vertreten ist. Nicht gerade das einfachste Silber, aber ist auch nicht eines der schwierigsten, also so gute Mittelklasse.
Okay, mit Lackieren sind wir soweit fertig. Abgelüftet ist er auch, deswegen kann ich hier so lässig am Auto stehen. Ich denke, das können wir einfach mal so lassen. Wir werden morgen halt eben ein bisschen finishen, hier Übergänge machen, unten die Kante anpolieren, die Embleme wieder drauf. Dann kommt er raus. Aber jetzt darf er erstmal vor sich hin trocknen. Ich denke, wir trinken noch einen Kaffee oder zwei, machen einen Feierabend. Sehen wir uns morgen. Dann morgen. Ja, das sieht doch hier schon so ganz vielversprechend aus. Papier ist schon runter. Wir werden jetzt noch kurz die Übergänge anpolieren und so zwei, drei kleine Staubpickel rausmachen. Ist erstaunlicherweise nicht viel drin. Dann bauen wir die Kiste wieder zusammen, fahren den raus und dann gucken, was geworden ist. So, Finish-Arbeiten wie gewohnt bei uns mit dem Kovacs Tollcut-System. Wir fangen hier mit der 1500er Körnung an. Die Scheiben werden dann pink. Danach folgt die 2000, die sind grün und dann 3000 grau und poliert wird mit der Fahrregler G360, wie gewohnt bei uns. Diese Stelle hier ist so ein Beinahläufer. Das ist im ersten Gang bereits passiert. Der ist nicht ganz tropfenförmig geworden, das hat so ein bisschen angequollen hier. Wenn ihr sowas habt, keine Panik, lasst den etwas länger ablüften. Wir haben knapp 15 Minuten abgelüftet und legt den zweiten Gang drauf. Effekt ist, dass diese scharfe Begrenzung von der Unterkante sich ein bisschen auflöst. Also ein Läufer im ersten Gang ist noch keine Vollkatastrophe. Ihr müsstet nur schauen, dass ihr im zweiten Gang nicht übertreibt, dass er noch weiter abläuft. In diesem Fall hat es ganz gut geklappt. Wir haben jetzt hier eine leichte Unebenheit drin. Ich würde mal behaupten, wer es nicht weiß, der sieht es gar nicht. Die kann ich jetzt hier bequem rausschleifen. Und das Ganze dann hochpolieren und dann ist nie was gewesen. Gut, finaler Schliff mit K3000. Ne, 2000er habe ich gerade. Und dann werden wir nochmal mit dem Buflex, mit dem flexiblen Schleifmittel in der 3000er Körnung kurz diese etwas scharfen Begrenzungen hier nochmal ein bisschen schöner machen. So, das war's. Reparatur beendet, alle Embleme wieder dran, Türgriff ist drin. Übergänge sind soweit okay, ließen sich sehr easy anpolieren, ansonsten ist gut geworden. In den Kommentaren unter den letzten Videos habt ihr uns gelegentlich mal aufgefordert, sowas mal zu machen. In Silber anlackieren. Bitteschön, haben wir gemacht. Es ist durchführbar. Silber ist jetzt keine Katastrophe, es ist nicht die einfachste Farbe, aber es ist machbar. Wichtig ist, super sorgfältig vorarbeiten, ganz, ganz fein schleifen. Damit steht und fällt diese ganze Geschichte. Wenn ihr das alles gemacht habt, sieht das am Ende so aus. Als positiven Nebeneffekt hatten wir sogar extrem wenig Staubpartikel drin. Also von daher, Sorgfalt zahlt sich da einfach aus. Ja, wir sind soweit fertig, machen jetzt auch langsam mal Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Abo-Button, lasst ein Like da, würden wir uns freuen. Von unserer Seite aus heißt es wieder Good Luck und bis zum nächsten Mal.